So, willkommen zurück zu Back to the Future, The Game. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen blamiert, indem wir das Rockkonzert verloren haben. Außerdem macht sich Einstein noch über uns lustig. Und wir können noch nicht alles hier mit der Sprühdose anfangen. Jetzt gehen wir hier nochmal raus und holen uns die Sprühdose. Weil irgendwas müssen wir doch ansprühen können. So, wir gehen wieder zurück. Wir sehen wieder Einstein da reinrennen. Aber ich krieg keine Sprühdose mehr hin. Ah doch, jetzt ist da wieder eine Sprühdose. Sie hat nur keine Sprühdose in der Hand. Die sprüht jetzt so ohne was. Okay, gucken wir mal, was wir ansprühen können. Das Graffiti, wissen wir, können wir nicht ansprühen. Die Tür auch nicht. Den Müll? Was soll ich malen? Was soll ich malen? Okay, das geht auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch das Brett übrig. Blau würde es besser aussehen. Okay, ich habe eine Vermutung. Einstein läuft ja immer darüber. Dann gehen wir mal hier über das Brett. Vielleicht können wir jetzt einen blauen Hund bekommen. Wo könnte er sich verstecken? Das gibt doch garantiert ein paar Vandalenpunkte, wenn man nicht nur einen Hund hat, sondern auch einen blauen Hund. Da hinter der Palette war er vorher. Du hier, Aini? Oder wie du jetzt auch heißen magst. Nee, diesmal war hinter dem Kühlschrank. Keine Spur von ihm. Okay. Ah, da kommt Aini wieder. Ah, jetzt hat er Spuren hinterlassen. Jetzt finden wir dich. Jetzt kriegen wir dich. Aini. Wir haben dich. So gut wie. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Da war ich wohl schlauer, was? Ach, sei doch nicht so, Aini. Komm, kriegst was von mir. Leckerer Hotdog. Hier, Einstein. Guck mal, Aini, ich habe hier was für dich. Guter Junge, jetzt halt still. Lecker. Siehst du? Ich bin doch nicht so schlimm, oder? Oh, dann bist du wohl auf meiner Seite. Wenn es nur immer so einfach wäre. Okay. Na, was ist los, Kleiner? Einstein, warte! Nein! Tollwut! Tollwut! Hilfe! Komm! Platz! Sitz! Mach tot! Officer Parker! Bändigen Sie sofort dieses Vieh! Einstein, sitz! Einstein? Oh, sollte er mich beißen, stecken Sie bis zum Hals in Schwierigkeiten, Bürger! Fass! 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 Okay. Moment mal! Ich kenne diese Kreatur! Officer Parker? Das ist der Streuner, der immer aus dem Zwinger ausbricht. Ich dachte, er hätte einen Maulkorb um. Ich habe ihm den Maulkorb abgenommen. Sie haben was? Ja, richtig. Er ist jetzt mein Hund. Bürger, Sie machen sich eines Verstoßes gegen die Vorschrift 357K schuldig. Parker, geben Sie diesem Rowdy unverzüglich Strafpunkte. Ich stecke diese Kreatur wieder in den Zwinger. Ja, Ma'am. Scheußliche, elende Kreaturen. Keine Sorge, Aini. Wenn ich das in Ordnung gebracht habe, kannst du wieder mit Doc durch die Zeit flitzen. Nun machen Sie keinen Ärger. Es sei denn, Sie wollen Besuch von Bürger Brown bekommen. Genau das wollen wir finden. Super Tipp, danke. Okay, aber wir müssen immer noch unsere wahre Liebe für uns wieder gewinnen. Das lief ja schon mal nicht schlecht. So. Brich ein paar. Ja, das, genau. So. Ben. Es wird wieder Zeit für den Ring of Rock. Ja? Gitarre. Ich will eine Revanche. Oh, du hast Nerven, McFly. Willst du dich wirklich nochmal so erniedrigen lassen? Immer und immer wieder. Als ein Blender.
Ich beherrsche die Technik. Ach, wirklich? Willst du eine Kostprobe? Vielleicht, wenn du Lied schlägst. Ich bin schließlich kein Hühnchen. Ich hab dich schon mal platt gemacht, McFly. Solltest du nicht im Dreck stecken? Ja, aber dann hat mich deine Mutter rausgeschmissen. Lass meine Mutter da raus! Pass auf, dass du keine Narben hinterlässt, Baby. Okay, in Jennifers Richtung bewegen. Yeah. Auf die Plattform klettern. Das kommt immer cool. Stage Diving. Aha, ich glaube. Und ein Hüpfer. Nochmal zu Jennifer. Oh nee, das war. Hey. Ich habe irgendwie nur zwei Moves. Einen Streit? Den hatten wir eben schon. Und ich habe wieder gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Darauf kannst du Gift nehmen. Liebe ist ein Schlachtfeld. Aber ich glaube, das ist mit dem Hüpfen hier eine Möglichkeit. Jennifer? Nochmal. Wir geben uns nicht so einfach geschlagen. Ja? Okay. Nochmal an die Wand spielen. Leech mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du die von deiner Mutti? Nochmal? Wenn es um Bestrafung geht, bin ich ein Nimmersatt. Dann wird das ein Festmahl. Nur die Sieger kriegen Küsschen. Okay. Luftsprung. Jetzt kann er nicht mehr umwerfen. Haha. Und jetzt auf die Plattform. Jetzt ist es nämlich nicht mal stabil. So, in Jennifers Richtung bewegen. Yeah, Rock. Und auf die Plattform klettern. Jetzt haben wir's. Jetzt versuch mal, da deinen Hüpfer zu machen. Finale. Okay, zu Jennifer nochmal. Was? Hey, willst du einen Streit? Den hatten wir eben schon. Und ich hab wieder gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Die Liebe ist ein Schlachtfeld. Okay, vielleicht muss ich das auch nochmal umhauen. Also hier umhauen und dort umhauen? Oder vielleicht bin ich einfach nur auf der falschen Plattform. Du weißt, was geht. Ja? Lass dich... Ich will nochmal erniedrigt werden. Leech mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Nette Axt. Hast du die von deiner Mutti? Einmal platt gemacht werden reicht dir wohl nicht. Ich muss nur einmal gewinnen. So, Luftsprung. Okay,
Jennifers Richtung, Richtung bewegen. Dann Plattform. Jetzt bleibt da oben. Es geht in die Richtung runter. Auf die Plattform klettern. Und jetzt bleibt mal auf der Plattform. Oder mach doch mal ein paar Hüpfer. Jetzt, Hüpfer! Haha! Und wer ist jetzt der Coolste? Martin McFly, das war total abgefahren. Ich weiß, Schatz. Was soll ich sagen? Manche haben's und manche eben nicht. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ja. Ich habe eine bessere Idee. Wie hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Oh. Hallo, Edner. Fenster öffnen. Oh. Rowdies! Verbrechen! Officer Parker? Ich habe diese zwei Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftnummer Jennifer? Daddy 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge. Yeah. Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Richtig, Frenchlike. Das ist so schlimm. Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Hormone? Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer, geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene ja, Tochter. Ma'am. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. Genau das will ich machen. So, dann bleibt uns nur noch vor, illegale Substanzen in die Stadt zu schmuggeln. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen, weil ich muss mich jetzt erstmal von diesem genialen Gitarren-Solo, was ich jetzt hier euch gezeigt habe, oder Gitarren-Battle, der Rock of Ring, erholen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und macht's gut. Ciao, ciao.